Wir haben mal wieder was Neues und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ihr habt lange danach gefragt, jetzt ist es soweit, wir haben wieder Tabs in Pencord. Wir haben aber nicht mehr die alten Tabs, sondern wir haben neue Tabs und die stelle ich euch jetzt gleich mal vor. So, das erste ist das neue Universal-Tab. Das schließt quasi die Lücke zwischen dem Wilderness-Tab und dem LRRP-Tab. Es ist größer als das LRRP-Tab. Aber im Gegensatz zum Wilderness-Tab ist es eben nicht mehr in Olivgrün, sondern es ist in Pencord Green Zone. Es ist einen ganzen Ticken größer als das LRRP-Tab. Das LRRP-Tab war ja 2,50 auf 1,45. Das hier ist 2 Meter auf 2,80 Meter circa. Hat aber das gleiche Packmaß, wie ihr seht. Ist immer noch schön klein und kompakt. Und kommt mit einem einfachen, aber praktischen Packsack. Das ist das eine Tab. Das dritte im Bunde ist das Ranger 3 Tab. Das Ranger 2 war ja einfach ein quadratisches 2,85 auf 2,85 Tab. Das hier bringt ein paar mehr Features. Das hat eine Zeltfunktion über Giebel. Das ist deutlich länger. Das ist nämlich 3,25 lang. Immer noch genauso breit wie das alte. Kommt aufs gleiche Packmaß wie das alte Pencord Tab. Aber bringt deutlich mehr Features mit und wir haben auch die Schlaufen überarbeitet. Die Schlaufen sind nochmal deutlich stabiler. Wir haben hier jetzt die gleichen Hyperlohn-Verstärkungen wie an den Reflective und Rescue Tabs. Das heißt, wir haben quasi aus beiden Tab-Familien, aus der Rescue-Serie und aus der Ranger-Serie zusammen die Features in ein Tab gepackt und das Ganze noch mit einer super Beschichtung drauf. Aber die Details, die zeige ich euch gleich. Ja, da haben wir jetzt das große Tab, das ist das Ranger 3. Und ihr werdet euch jetzt denken, das ist aber ganz schöne Buckelpiste, über die er das aufgebaut hat, schlafen würde er da nicht. Das ist richtig, hier am Boden werde ich nicht schlafen. Aber das ist eins der Features vom Ranger 3, nämlich die Größe. Es funktioniert mit der Hängematte und dass das stimmt, werde ich euch gleich mal zeigen. Hier sehen wir mein eigenes Hängematten-Setup. Hängematte ist eine Expert aus der Schweiz und Underquilt ist der Pencord Green Zone Poncho Liner aus der BX-Serie, also der Frontier One Poncho Liner. Und wie ihr hier seht, die Hängematte ist ganz normal aufgespannt mit entsprechendem Sack. Und wir haben hier von hier bis hier noch einen deutlichen Bereich und wir haben hier auch noch mal einen deutlichen Bereich, der abgedeckt ist, der abgespannt wird, der von der Hängematte eben mit abgedeckt ist. Das heißt, im Gegensatz zum Beispiel zum alten Ranger 2 Tab müsst ihr beim Ranger 3 Tab nicht mehr diagonal spannen, sondern ihr könnt ganz normal, ganz klassisch euer Tab aufbauen und habt trotzdem genug Platz, um eine kompakte Hängematte drunter zu bauen. Mit wirklich riesigen Hängematten, zum Beispiel eine Hennessy Hammocks in der langen Deluxe-Version, da wird es schon wieder eng. Ich habe es ausprobiert. Ich habe selbst auch eine Hennessy Hammocks Asim Explorer Deluxe in Long. Das ist ein unglaublich sperriger Name. Und bei der wird es jetzt auch nicht mehr ausreichen. Aber das ist auch ein Riesenteil. Das ist ein halbes Wohnzimmer. Aber für den Standardeinsatz mit so einer einfachen Expert-Hängematte oder ähnlichen funktioniert das wunderbar und ihr habt ein Happy Home für mehrere Nächte.
Aber, was ich ja angekündigt habe, das Tab hat ja jetzt auch eine Zeltfunktion. Und dafür wiederum muss ich kurz umbauen. Das schauen wir uns gleich im Detail an. Was wir jetzt hier sehen, jetzt haben wir den vorderen Teil runtergelassen. Aber, so wie das hier wabbelt, bietet es halt keinen Schutz und es nervt einfach nur. Da haben wir ein nettes kleines Feature dazu eingebaut. Und zwar haben wir hier einen Schnellverschluss und ein Elastikband. Und damit haben wir einen sauber abgespannten Giebel. Das können wir, wenn wir es niedrig ersetzen, auch als Zelt aufbauen. Und wie das dann aussieht und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hier sieht man nochmal die Giebelversion. Wir können hier unten eben auch noch nachspannen oder lockerer machen. Und dadurch haben wir eben auch, wenn der Regen oder das Wetter von schräg kommt, aus einer Richtung, die man beim Aufbau nicht bedacht hat, eben auch entsprechenden Schutz. Schirmt natürlich auch besser gegen Licht ab, also Licht, das von außen rein fällt und Licht, das von innen rauskommt. Man ist dadurch einfach, schlicht und einfach geschützter. Man hat oben, man sieht es jetzt am First, immer noch eine sehr effektive Länge, also Nutzlänge. Es können immer noch Personen bis zu 2 Meter Körpergröße problemlos unter dem Tarp schlafen. Und man hat einfach mit dem Tarp ein super Paket. Man hat ein Hängematten-Tarp für nicht zu lange Hängematten. Man hat ein Allzweck-Tarp, das man klassisch aufbauen kann. Und man kann es eben so auch als Zeltersatz aufbauen. Eventuell mit einem einfachen Mückennetz kombinieren oder ähnliches. Das ist einfach ein perfektes Rundum-Paket. Und das Ganze auch noch zu einem sehr attraktiven Preis. Zu dem kommen wir dann, wenn ich euch das zweite Tab auch noch vorgestellt habe. Das bauen wir jetzt auf. Das hier ist jetzt das Universal-Tarp, der Nachfolger vom Long Range Reconnaissance Patrol-Tarp. Und man sieht es schon nach hinten, allein vom Volumen bzw. vom Platz, was das ganze Tarp bietet, ist halt deutlich größer. Es ist fast 60 cm tiefer als das LRP-Tarp. Es ist länger, mit 2,80 Meter Länge. Und wir sind hier trotzdem mit dem Preis noch unter dem des alten Tabs geblieben. Es hat einen Ticken weniger Features. Es hat zum Beispiel nur eine Schlaufe auf der Mittelnaht. Entschuldigung. Genau mittig, eben um es nach hinten abzuspannen. Das zeige ich mal kurz. Man kann dann also hergehen und das Tab so nach hinten noch ausziehen und ausspannen. Das gibt bei Gegenwind einfach mehr Stabilität. Und man hält mehr Platz unterm Tarp. Das ist das ideale Tarp, wenn man mit leichtem Gepäck unterwegs ist. Man hat alleine gut Platz drunter. Zu zweit wird es schon ein bisschen knapp. Man kann es natürlich auch als eine Art Dach abspannen. Also sprich klassisch A-Frame, so. Das geht auch. Wir haben zu zweit unter dem Tarp auch schon abgewettert. Waren in den Alpen unterwegs damit. Waren dann 8 Stunden in wirklich sintflutartigen Dauerregen. Man muss sich mit seiner Ausrüstung und seinem Gepäck ein bisschen einschränken. Man muss ein bisschen Ausrüstungstetris spielen, aber es geht auch für 2 Personen. Man muss eben genau wissen, was man damit vorhat. Auch hier, man sieht es jetzt hier recht schön, hier und auch hier haben wir die Hyperlon verstärkten Schlaufen, die das Gewicht, das Zuggewicht verteilen. Und natürlich, wie bei allen unseren Tarps, sind die Nähte eben PU verschweißt und komplett dicht. Ja, das ist wie gesagt das kleinere Modell. Hat ein bisschen weniger Features, ist dafür aber auch günstiger. Jetzt habt ihr nochmal beide Tarps gegenübergestellt. Hier das Universal-Tarp
Und hier habt ihr das Ranger 3. Fangen wir mal mit dem Ranger 3 an. Das Ranger 3 wird bei uns im Shop kosten 99,90 Euro. Damit sind wir knapp 90 Euro unter dem alten Preis. Und das Ganze bei gleichem Gewicht und etwas größerem Platzvolumen. Und hier das Universal-Tab. Das bekommt ihr für 79,90 €. Damit sind wir 10 Euro unter dem alten Long Range Reconnaissance Patrol Tab. Und wie gesagt, das ist ideal als Universal-Tab. Und das hier ist einfach das Tab, wenn ihr mehr Platz wollt, wenn ihr vielleicht zu zweit unterwegs seid, wenn ihr eine Hängematte habt, wenn ihr auch einfach mal länger an einem Ort mit dem Tab seid und euch einfach mehr einrichten wollt. Jetzt wird natürlich die Frage sein, warum sind die Tabs so deutlich günstiger als vorher? Und die nächste Frage wird sein, werden die noch in Deutschland gefertigt? Tatsächlich, nein. Diese Tabs werden nicht mehr in Deutschland gefertigt. Wir möchten das Ganze sehr transparent behandeln. Das ist auch nicht sehr kompliziert. Das Problem liegt einfach in der Technik der Fertigung der Tabs. Das große Problem, was wir in der Fertigung hatten, war, dass der originale, aus den USA kommende Tabstoff sehr schwer zu versiegeln war. Es war ein sehr großer Arbeitsaufwand und deswegen haben wir uns entschieden, die Tabs schweren Herzens eben nicht mehr bei unserem bewährten Schneider fertigen zu lassen, sondern die Tabs direkt an eine Firma zu geben, die sich auf die Produktion von Zelten und Zeltplanen spezialisiert hatte, die damit also auch das Know-how und vor allem die Spezialausrüstung hatte, um die Tabs entsprechend zu versiegeln. Das wiederum hat extrem viele Arbeitsschritte gespart und dadurch kommt für euch eben auch die Kostenersparnis bei den Tabs jetzt, weil wir einfach hier den Weg der Produktion, die Logistik so optimiert haben, dass die Tabs eben wirtschaftlich effektiver und auch deutlich routinierter gefertigt werden konnten. Das geben wir natürlich an euch weiter. Und das ist schlicht und einfach der Grund, warum wir mit einem weinenden Auge die Produktion in Deutschland eben beendet haben und hier zu einem neuen Partner gewechselt sind, um die Tabs für uns und auch für euch fertigen zu lassen. Ich hoffe, wir konnten euch die neuen Tabs gut näher bringen. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Beantworten wir natürlich gerne. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns und bis dahin macht's gut.